Ich bin Josef Veit von Pasing TV. Heute mal mit einem ganz anderen Bericht, nämlich hier vom Friedhof Pasing. Heute wird am 21. Juli 2016 der frühere Unternehmer und Gönner Pasings, Toni Kopfmüller, beerdigt. Thomas Schmatz, ein Freund von ihm, früherer Stadtrat und Bezirksausschussvorsitzender, wird gleich am Grab ein paar tolle Worte für den Toni Kopfmüller finden, der sich in Pasing sehr stark eingebracht hat. Wir übergeben den Leib der Erde. Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat, wird auch den verstorbenen Toni Kopfmüller zum neuen Leben auferwecken. Was er in der Taufe und in diesem Leben mit dir begonnen hat, möge er nun auch vollenden. Von der Erde bist du genommen, zur Erde kehrst du zurück. Der Herr aber wird dich auferwecken. Im Kreuz unseres Herrn Jesus Christus ist Auferstehung und Heil. Toni, der Friede sei mit dir. Nun wird der frühere Stadtrat Thomas Schmatz das Lebenswerk und den Menschen Toni Kopfmüller würdigen. Liebe Maria, liebe Marion, lieber Toni, sehr geehrter Herr Stadtrat Müller, sehr verehrte Trauergäste. Die Nachricht vom Tode unseres Freundes Toni Kopfmüller
traf uns nicht unvorbereitet. Aber diese Nachricht hat uns betroffen gemacht, weil sie so endgültig ist. Denn uns verbindet so viel mit ihm, dass es schwer fällt, die Endgültigkeit dieses Abschieds zu akzeptieren. Und wenn wir heute gemeinsam um ihn trauern, trauern wir nicht eigentlich über uns, über den Verlust, den wir erlitten haben. Aber wir haben auch das Glück gehabt, ihn zu unseren Freunden zu zählen, mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen. Und dabei haben wir durch ihn Bleibendes gewonnen. Es lohnt sich, seinen Lebensweg noch einmal nachzuzeichnen. Geboren am 23. November 1925 in Pasing aufgewachsen, die Ausbildung zum Textilkaufmann erfolgreich abgeschlossen, 1941 als 16-Jähriger zur Wehrmacht eingezogen, Kriegsverletzung, Lazarett, 1945 Aufbau des elterlichen Betriebs, das Textilhaus Kopfmiller, bei uns nur kurz und bündig der Kopfmiller. Das ist so schnell gesagt. Aber ich weiß von ihm, gerade die Erfahrungen, die Erlebnisse als Kind, als Jugendlicher in diesen letzten Kriegsjahren eines furchtbaren Kriegs haben ihn geprägt und ihn dazu gebracht, bewusst sich zu machen, dass man in einer Gemeinschaft Verantwortung übernehmen muss. Und das hat er auch getan. Er gehörte zu den besonderen Persönlichkeiten, zu den Prägenden, zu den Gestaltenden. Und aus dem Grund ist er auch schon sehr früh beigetreten in Vereinen. Er hat als erstes Mitte der 50er Jahre seinen Aufnahmeantrag beim Bayerischen Roten Kreuz gestellt. Und lieber Kilian May, Abordnung des Roten Kreuzes, ist ja heute auch da. Er hat sich da in den Dienst des Menschen gestellt. Er hat dort nicht nur einen Beitrag bezahlt und mitgemacht, nein, er hat aktiv mitgewirkt und es verstand sich von selbst, dass er hier vom Kolonnenmitglied bis zum Münchner Kreisvorsitzenden des Roten Kreuzes aufgestiegen ist. Die Vereine waren ihm ein ganz wesentliches Anliegen und deswegen sind ja auch heute sowohl im Gottesdienst wie auch heute bei der Beerdigung sehr viele Vereine, Vereinsabordnungen, Fahnenabordnungen hier bei uns. Und ich habe das oft beobachten können, auch in den Vereinen, ob das hier speziell vor Ort war, die Niederbayern, Sparverein, überall, sondern auch den Schützen war er verbunden. Deswegen haben wir heute auch die Abordnung, da war Kirchner Schützen bei uns, bei denen er über 50 Jahre Mitglied gewesen ist. Und auch hier hat ihn etwas ausgezeichnet, was ihn so besonders ausgezeichnet auch hat. Er war nicht nur Mitglied, sondern er hatte immer eine offene Tür und auch einen offenen Geldbeutel. Es gab keine Weihnachtsfeier, wo die zu einer Tombola gesammelt worden ist. Da ist man zum Toni Kopfmiller gegangen und selbstverständlich hat man da einen Beitrag bekommen, dass man eine ordentliche Tombola durchführen konnte. Gemeinsinn, Gemeinschaftssinn, das ist etwas, was unseren Toni so ausgezeichnet hat. Und zwar bis an sein Lebensende. Ein dritter kurzer Bereich. Er hat nicht nur sich bemüht, persönlich ein erfolgreiches Geschäft zu führen, was ihm ja auch gelungen ist, sondern er hat über den Tellerrand hinausgeblickt. Es war ihm wichtig, dass man hier in diesem Stadtbezirk Pasing, ein sehr eigenständiger Stadtbezirk, sich zusammenschließt, dass die Kaufleute, die Geschäftsleute sich zusammenschließen, gemeinsam Werbung machen, über München hinaus, dass wir hier Bekanntheit bekommen, bessere Umsätze erzielen. Auch an solche Dinge hat unser Toni gedacht. Und er hat nicht nur daran gedacht, sondern er hat sie immer auch nachhaltig mit Tat und Wort auch entsprechend unterstützt. Vor fast 40 Jahren
hat er entschieden, sich im Verein Pasinger Mariensäule zu engagieren. Und man hat schon bei der Gründung gemerkt, lieber Eckehard Weiß, du bist der Nachfolger im Amt des Vorsitzenden, wie wir 1977 im Refektorium der englischen Fräulein beieinander gesessen sind, heute Congregatio Jesu, und uns überlegt haben, wie wir das Wahrzeichen von Pasing, das damals auf der Klosterinsel von den englischen Fräulein stand, wieder an den angestammten Platz zurückbekommen können, nämlich die Wiederaufstellung der Pasinger Mariensäule. Und ein großes Handicap war dabei, wir haben den englischen Fräulein versprochen, einen Ersatz zu stellen für die Mariensäule, die wir ihnen wegnehmen von der Klosterinsel auf den Marienplatz. Und da war es wieder Toni Kopfmiller, der mit einem erheblichen finanziellen Beitrag die Grundlage gelegt hat, dass wir den Start dieses Vereins so erfolgreich starten könnten. Er hat allerdings dann auch ein ganz besonderes Privileg gehabt. Er konnte jeden Tag zu seiner Mutter Gottes rüberschauen. Und das hat er auch verdient. Ihm war auch das Wildessen nach dem plötzlichen Tod des, der ist ja sehr rasch verstorben, der Gründungsvorsitzende Willi Dietl 1982, da haben wir ihn gebeten, doch hier die Führung dieses Vereins zu übernehmen. Es war kein anderer weit und breit da, der in der Lage gewesen wäre, hier mit großem Verantwortungsbewusstsein diesen Verein im Sinne des Gründungsvorsitzenden Willi Dietl auch entsprechend fortzuführen. Hat er sofort gesagt, jawohl, das mache ich. Mit viel Umsicht, aber auch mit viel Kameradschaft, heute sagt man neuhochdeutsch Teamgeist, hat er gemeinsam hier dieses Werk auch entsprechend fortgesetzt und dabei auch eine ganze Reihe von Maßstäben gesetzt. Ihm lag sehr stark am Erfolg des Wildessens, des Pasinger Wildessens. Es ist in früher Zeit, in den ersten Jahren gleich gelungen, dass er großartige Persönlichkeiten als Schirmherrn gewinnen konnte, wie den auch unvergessenen Altministerpräsidenten Dr. Alfons Goppel, den späteren Finanzminister Dr. Kurt Faltlhauser, Heinz Burkhardt, Otto von Habsburg, um nur einige wenige zu nennen, und dazu beigetragen hat, dass bis heute dieses Pasinger Wildessen ein großer Erfolg ist, aber auch die finanzielle Grundlage für den Verein, nämlich für die Ausreichung der Pasinger Kunst- und Kulturpreise. Dieses Wildessen hat ihm auch deshalb, glaube ich, sehr gut gefallen, weil wir da eine andere Charaktereigenschaft von ihm kennenlernen durften. Er hat ja auch gerne gelebt. Er hat auch gerne Feste gefeiert. Er hat gelacht mit uns. Und da konnten wir auch seinen trockenen Humor kennenlernen und auch diese Seite von ihm sehr, sehr schätzen gelernt. Das wichtigste Anliegen war ihm selbstverständlich, dass die Kunst- und Kulturpreise an Wertigkeit stetig zunehmen. Und da hat er sich auch verstanden, zurückzunehmen. Hat der Toni oft gesagt, ich bin ein Kaufmann, von Kunst und Kultur verstehe ich noch nicht so viel davon. Da brauchen wir gute Fachleute. Das heißt, es ist ihm auch gelungen, Persönlichkeiten an den Verein zu binden, wie den Professor, leider auch bereits verstorben, Professor Rudi Seitz, der mit dazu beigetragen hat, dass auch heute die Wertigkeit der Kunst- und Kulturpreise weit über den Bereich unseres Stadtbezirks und über die Grenzen des Würmtals hinaus höchstes Ansehen genießen. Er war aber auch bereit, neue Dinge anzugehen, etwas Modernes, etwas Neues zu machen. Als Oskar Weber an uns herangetreten ist, dem bayerischen Jedermann, den er ins Bayerische übertragen hat, von Hugo von Hoffmannsthal am Kirchplatz von Maria Schutz wieder aufzuführen, hat Toni Kopfmiller als Vorsitzender sofort gesagt, jawohl, das machen wir. Das ist auch erfolgreich durchgeführt worden. Nie hat er darüber gesprochen, dass wenn das finanzielle Risiko, das auch vorhanden war,
wenn da mal ein Zuschuss notwendig war, dass das nicht aus einer Vereinskasse bezahlt worden ist, sondern dass er gerade gestanden ist für solche Dinge. Das sind alles Facetten in seinem Leben, die nur wenige wussten, aber umso mehr können wir heute dankbar auf dieses zurückblicken. Gleiches gilt für den Pasinger Christkindlmarkt, wo er mit großem Energie immer gesagt hat, der Pasinger Christkindlmarkt muss unter der Flagge des Vereins Pasinger Mariensäule durchgeführt werden. In seiner aktiven Zeit als Vorsitzender des Vereins ab 1982 und anschließend als Ehrenvorsitzender hat er auch unsere weitere Arbeit beeinflusst und geprägt. Er stand ohne Wenn und Aber zu seinen Positionen. Auf sein Wort war Verlass und dies erfüllt mich mit großer Dankbarkeit. So war seine Persönlichkeit geprägt von Stetigkeit, darüber hinaus von einem hohen Maß an Glaubwürdigkeit. Und dies ist wohl der Grund, warum er auch bei vielen Menschen so hohes Ansehen hatte. Das sehen wir auch heute an der großen Zahl der Trauergäste. Er stand für Grundsätze, für die Menschen und nicht für die Macht. Er war unverwechselbar und unaustauschbar. Er trug Verantwortung. Und aus gutem Grund steckt das Wort Antwort in dem Begriff Verantwortung. Er gab Antwort und stellte nicht nur Fragen. Er gab Leistung, weil er die Menschen sah und deshalb nahm man ihm sein Handeln ab. Wir werden sein Andenken ehren und er wird unvergessen sein bei uns und bei allen, die ihn kannten. Ein gutes Stück unseres Wohlergehens haben wir auch ihm zu verdanken. Für all seinen Einsatz wurde er zu Recht mit höchsten Ehrungen ausgezeichnet. Besonders hervorzuheben sind dabei der Orden für besondere Verdienste um das Deutsche Rote Kreuz in Bonn, Steckkreuz des Freistaats Bayern für besondere Verdienste um das Rote Kreuz München, die Auszeichnung München leuchtet in Gold, das Bundesverdienstkreuz am Bande und die höchste Auszeichnung, die in Bayern verliehen wird, der Bayerische Verdienstorden. Aber er ist nicht vergessen. Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer hat anlässlich des Todes von Toni Kopfmüller jetzt auch der Witwe schriftlich kondoliert. Das ist auch ein Beleg dafür über die Wertschätzung und die Anerkennung unseres Toni Kopfmüller. 2011 traf ihn eine schwere Krankheit. Er hat all die Jahre diese Krankheit mit Würde getragen. All dies wäre meiner Meinung nach nicht möglich gewesen, wenn er nicht einen tiefen Halt in seiner Familie gehabt hätte, aber diesen Halt auch seiner Familie gegeben hat. Und den Zusammenhalt hat er auch immer wieder erfahren. Ganz besonders von dir, liebe Maria. Du bist ihm in allen Höhen und Tiefen immer zur Seite gestanden. Und es gehörte fast schon zum Pasinger Stadtbild, dass du mit deinem Toni, den du im Rollstuhl gefahren hast, durch Pasing gefahren hast. Und er hat sich da immer sehr gefreut. Und es war jetzt fast auf den Tag genau vor 3 Jahren für uns, liebe Maria Osthofer Völkel, und alle Besucher, damals war die Veranstaltung ausverkauft, als wir vor 3 Jahren, 2013, den bayerischen Jedermann wieder aufgeführt haben, auch in Erinnerung an das, was Toni begonnen hat Anfang der 84er, als du uns den Toni gebracht hast im Rollstuhl. Es war sehr bewegend, aber ich glaube auch, der Beifall hat einmal mehr gezeigt, der aufgebrandet ist, als ihr zwei gekommen, welche Wertschätzung unser Toni Kopfmüller in der ganzen Bevölkerung hatte und dir dabei auch nochmal ein herzliches Vergelt's Gott. Wir nehmen heute Abschied von Toni Kopfmüller. Wir werden nicht nur sein Andenken ehren, er wird nämlich weiterleben in seinem Werk, in unserem Handeln, das wir in seinem Sinne fortführen werden. So wird er unvergessen sein bei uns allen und bei allen, die ihn kannten. Ja,
Und das ist es, was ich zum Abschied sagen wollte. Lieber Toni, danke. Liebe Familie Kopfwiller, werte Trauergemeinde, auch die Bergschützen von Wackirch nehmen heute Abschied von Toni Kopfwiller. Der Toni war 50 Jahre bei uns Mitglied. Er war ein großer Förderer von unserer Kompanie. Und zum äußeren Zeichen des Dankes legen wir an deinem Grab diesen Kranz nieder. Lieber Toni, Ruhe im Frieden. Und zum letzten Gruß setzt sich die Fahne an deinem offenen Grab. Gelobt sei Jesus Christus. Sie dürfen nun selber Abschied nehmen von Toni. Das war Josef Veit von Pasing TV, hier vom Pasinger Friedhof. Bis zum nächsten Ereignis, vielleicht wieder einem fröhlichen Ereignis. Servus.